Bereits im Jahr 2011 ergab eine Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes, dass 2025 ca. 112.000 Pflegekräfte fehlen werden. Zudem ergab eine damalige Umfrage, dass nur ein Drittel der Pflegekräfte den Pflegeberuf weiterempfehlen würde. Der meistgenannte Grund hierfür war der Stellenwert sowie die mangelnde Wertschätzung des Pflegeberufs. Im Dezember 2020 hatten sich bereits 750.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon mussten ungefähr 90.000 Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Pandemie bereits ein Dreivierteljahr. Zudem wird eine pandemiebedingte Kündigungswelle erwartet, bei der bis zu 9.000 Pflegekräfte aus dem Beruf austreten könnten. Also Beginn der Pandemie habe ich erlebt als erstmal eine große Ungewissheit, was kommt auf uns zu. Den Beginn der Pandemie habe ich in meiner Einrichtung sehr chaotisch erlebt. Also am Anfang viel Überforderung, keiner wusste, was zu machen ist, worauf man zu achten hat. Besonders die Versorgung mit dem Schutzmaterial, speziell Mundschutz und auch Kittel. War am Anfang sehr knapp begrenzt. Die Masken waren sehr knapp, die wurden abgezählt und eingeschlossen. Wir mussten sogar eine Zeit lang unsere getragenen Masken aufbewahren, damit die für den Fall der Fälle nochmal sterilisiert werden können. Die größte Belastung momentan ist eigentlich die psychische Belastung. Man hat Angst, sich anzustecken. Jeden Tag ist man diesem Virus ausgesetzt und man weiß nie, ob wirklich die Schutzkleidung jetzt ausreicht. Wir haben uns ja nicht getestet, besonders erste Zeit. Und man hatte einfach gehofft, dass man Virus nicht nach Hause mitbringt. Also Leid und Tod begleitet uns ja eigentlich auch vor der Pandemie schon tagtäglich. Aber es ist eben mit dem Coronavirus noch größer geworden, weil man mit den Patienten alleine ist und dieses Leid noch mehr auffangen muss von den Patienten, wofür wir größtenteils gar keine Kapazität haben, weil wir sowieso schon sehr wenig Zeit für unsere tägliche Arbeit haben. Also wir werden ja mit unserer Angst, mit unseren Zweifeln werden wir alleine gelassen. Für mich ist es sehr schwierig zu sehen, dass durch das Besuchsverbot den Klienten ein Grundrecht verweigert wird, dass Krisen ausgelöst werden mit geringem Personalschlüssel, diese Krisen teilweise nicht aufzufangen sind und es einfach keinerlei Unterstützung gibt oder eine Sicht auf schnelle Besserung. Für mich persönlich sind die größten Belastungen während der Pandemie das dauerhafte Tragen der medizinischen Mund- und Nasenbedeckung. Ich bekomme sehr schlecht unter Luft. Ich habe nicht immer die Zeit, nach anderthalb Stunden 30 Minuten Pause zu machen, denn dafür ist unser Personalschlüssel nicht ausgelegt. Zudem schwitzt man auch sehr stark unter den Schutzkitteln, die wir bei der Arbeit während der Grundpflege dann noch tragen müssen. Es gibt Tage, da bin ich schon am Limit. Man steht halt auf wegen den Kollegen. Man bekommt dann vielleicht einen Bonus, diesen Corona-Bonus. Aber dieses Geld kann das eigentlich gar nicht mehr wettmachen, welche psychische und physische Belastung momentan da auf uns kommt. Während der Pandemie habe ich mich in gewissen Momenten von der Gesellschaft ausgegrenzt gefühlt. Auch von der eigenen Familie, weil die einfach Angst haben, man könnte was haben. Am Anfang wurde jeden Abend täglich wirklich um 21 Uhr applaudiert. Und mehr hat man davon jetzt aber auch nicht gesehen oder gemerkt, gerade in der Pflege. Es wurden vor vielen Krankenhäusern Banner angebracht. Wir denken an euch, ihr macht das alle klasse. Es hat mir nichts gegeben. Ich habe mich dadurch nicht wertgeschätzter gefühlt. Ich habe dadurch auch keine Dankbarkeit wahrgenommen. Die Leute, die geklatscht haben, das war halt ein Modeklatschen, sag ich mal so. Weil es jetzt Trend war, für die Pflegekräfte zu klatschen, war es okay. Durch Applaus ändern sich nicht halt die Arbeitsbedingungen, es ändert sich nicht die Vergütung, es ändert nicht den Stress, den man in dem Beruf erleidet. Während der Pandemie habe ich positiv auf der Arbeit wahrgenommen, dass die Unterstützung und der Zusammenhalt im Team gewachsen ist. Der Pflegeberuf ist für mich eigentlich ein sehr schöner Beruf, denn man arbeitet mit Menschen, man arbeitet im Team zusammen mit auch unterschiedlichen Leuten. Es ist ein total vielfältiger Beruf. Ich bin schon 26 Jahre dabei. Ich liebe diesen Beruf und ich würde das nochmal wählen, wenn ich nochmal dürfte. Für mich macht der Pflegeberuf aus, dass es kein Tag wie der andere ist, dass
es ein komplexer Beruf ist, der immer wieder Weiterbildungen erfordert. Also es sind wirklich dann auch viel die Worte, die Dankbarkeit, wo man auch merkt, so, dass das auch wirklich vom Inneren der Menschen halt auch auskommt. Meiner Erfahrung nach entscheiden sich die verschiedensten Menschen für den Pflegeberuf. Aber was alle gemeinsam haben, sind, dass das hilfsbereite Menschen sind, die etwas Soziales machen möchten und die was Sinnvolles machen möchten. Diese Menschen müssen von Grund aus schon motiviert sein, Neues dazu lernen zu wollen, aber auch Interesse zeigen, Eigeninitiative, Engagement und vor allem auch eine große Empathie. Also es ist einfach eine Herzensangelegenheit, also es ist wirklich ein Beruf, den man mit Herz ausüben muss. Meiner Meinung nach entscheiden sich Menschen für den Pflegeberuf, die offen sind, die wissensdurstig sind, die einfach etwas in der Gesellschaft bewirken und verändern wollen. Das sind Menschen, die halt tough sind. Damit ich für die nächsten 30 Jahre weiterhin sagen kann, ich bin gerne Krankenschwester, müsste für mich vor allem die Arbeitsbedingungen angepasst werden. Wir brauchen mehr Freizeit im Sinne, dass wir uns besser erholen können, denn es ist physisch und psychisch ein anstrengender Beruf. Für die Zukunft wünsche ich mir von meinem Arbeitgeber, dass wir als Mitarbeiter, als Team einfach mehr Gehör bekommen, dass unsere Bedürfnisse, Wünsche, Kritik, Anregungen finden. Die Bezahlung müsste meiner Meinung nach auch unserer Verantwortung eben angepasst werden. Mein größtes Anliegen auch, bin selbst Mutter und dass die Mütter unterstützt werden. Es gibt viele Mütter, die Krankenschwesterausbildung gemacht haben, können aber nicht arbeiten, weil die Zeiten einfach schwierig sind. Ich würde mir in Zukunft für die Pflege wünschen, dass der Beruf wesentlich autonomer wird. Dass also nicht nur die Forderung bestehen muss, dass es mehr Geld geben muss und dass es mehr Zeit geben muss und bessere Rahmenbedingungen geben muss, sondern dass man dem Beruf auch quasi die Rechte zuspricht, zu entscheiden, wie man diese Ziele erreichen kann. Weil wir bilden Leute aus, die das können, sowohl in der Ausbildung als auch später im Studium. Die Pflege muss Mitspracherecht haben. Dass die junge Leute motiviert werden, dass die Ausbildung machen wollen und dass Beruf attraktiver gemacht wird durch bessere Bezahlung, durch bessere Arbeitszeiten. Für die Zukunft wünsche ich mir ehrliche Wertschätzung von der Gesellschaft und von der Politik. Für die Zukunft würde ich mir von der Politik wünschen, dass die Pflege ein präsentes Thema bleibt. Nicht nur jetzt während der Pandemie, dass geklatscht wird und dass es heißt, die Pflege ist ein systemrelevanter Job, sondern dass es auch weiterhin ein Thema ist. Das Thema darf der Politik nicht abhanden kommen. Es darf nicht unter den Tisch gekehrt werden, belächelt werden oder einfach ignoriert werden. Wir in der ersten Reihe.